Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce: The Order of Dawn. Jo. Hier, folgt mir. Wir sind immer noch in Illaunee, haben jetzt aber eigentlich so mir nach. Gut wie alles von Orks und Goblins gesäubert. Vorwärts! Hab jetzt nur noch zwei kleine Gebiete sofort zum Erkunden. Und dann Quests, um die wir uns kümmern sollten. Solltet aber wirklich gucken, dass ich Bogen auf 3 bringe, wobei Lebenszauber eigentlich auch wichtig wäre. Auf mein Kommando! Vorwärts! Gut, noch habe ich keinen einzigen. Die beiden Routen kann ich noch nicht benutzen, weil ich dafür Stufe 6 sein muss und ich bin 5. Oh, auf meinen Befehl! Bald, wir sind aber bald 6. Sofort! Gucken wir mal, was es hier hinten gibt. Sofort! Mir nach! Und los! Also dieses kleine Tal hier haben wir noch nicht erkundet. Sind auf Feinde gestoßen! Ja, und hier ist irgendwas. Fafner, ein Stufe 8 Rache. Sind auf Feinde gestoßen! Auf mein Kommando! In die Schlacht! Verstärkt die Verteidigung! Den sollten wir eigentlich mit unserer Gewalttruppe schaffen. Erwarte Befehle! Auch wenn Elfen dabei draufgehen. Sind auf Feinde gestoßen! So, Stein des ewigen Feuers und Ariafrost. Bereit! Und los! Ah. Folgt mir! Also ja, mit dem haben wir jetzt eigentlich vorausgegriffen. Fällt mir gerade so ein. Den Ariafrost brauchen wir nämlich für eine Quest, die wir demnächst kriegen sollten. Und ja, dadurch, dass wir ihn jetzt schon haben, lässt sich die Quest schneller beenden. Yay. Auch wenn uns das ziemlich viele Leute gekostet hat. Tja, bei Edelstein und so bin ich mir echt nicht sicher, ob ich welche noch für Quests brauche, die wir doch verkaufen können. Krankheit heilen. Unsichtbarkeit. Ja, mal gucken. Ich kann mir im Nachhinein noch überlegen, ob ich nicht noch Dings freischalte. Unterstützungsmagie. Aber das sehen wir dann. Erstmal die nächsten beiden Level-Ups. Noch hier reinpacken. Ist halt interessant, wie es gerade aufgeht, weil ja, wir eine ungerade Anzahl haben. Deswegen geht es jedes zweite Level ab auf. Oder jedes dritte. So, was haben wir noch für Quests? Die letzten Schützen. Geleitet die Schützen aus dem Norden sicher die Siedlung Kampi gemacht. Ja, heute dauert es schon noch weitere Geister des Lianon. Dem Zahnbrecher seine Zangen bringen müssen wir noch. Zwergenstabs haben wir keinen. Also wir haben nur die Anwunder Fruchtbrat. Und die Wundtinktur. Also es sind zwei Gründe, warum wir nach Graufurt zurück sollten. Ihr seid es. Ja.
Willkommen zu Hause. Das verdanken wir nur euch. Hier, nehmt das. Ich hoffe, es wird euch nützlich sein. So, was kriegen wir von euch? Der Zauberpool. Ah ja, so ein Teil. Also eher was für unsere Magierin, die es nicht benutzen kann, weil sie dafür Magieart 5 bräuchte. Und ja, die Robe, die sie hat, die sieht sehr, sehr seltsam aus. Gut. Das heißt, die letzten Schützen haben wir abgeschlossen. Können mal gucken, was sie da hat noch zu sagen. Elends Segen! Nichts? Gut. Lykande können wir uns doch informieren. Also bei Lykande. Seid gegrüßt. Auch nichts mehr. Okay. Jawohl. Marschbefehl. Augen offen halten. Gebiet sichern. Das heißt, wir schnappen uns jetzt mal unsere Armee und bringen sie zu dem Steintor, hinter dem die besten Menschen lauern. Welche die Händler gefangen haben. Marschbefehl. Die wir retten sollten. Also da kamen wir her. Bin unterwegs. Und hier müsste, glaube ich, das Tor sein. Augen offen halten. Ja. Das Tor sollten wir mit dem weißen Steinschlüssel öffnen können. Und ihr solltet nun auch wieder in Sicherheit sein. Seid gegrüßt. Okay, ihr habt auch nichts mehr zu sagen. Dann drücken wir uns jetzt durch unsere Armee durch zu dem Tor. Hier ist auf jeden Fall ein Seenfels und Tiermenschen. Ein paar Oger werden da auch noch sein. Ja. Das Tor ist verschlossen, den weißen Schlüssel verwenden. Der Schlüssel passt, das Tor öffnet sich. Gebt das Zeichen. Bereit. Auf mein Kommando. Und los. Da ist Swamp. Bleibt standhaft. Verstärkt die Verteidigung. Und ein Beinoger. Ja, vorwärts. Und ein Level up. Zauber Metall aufspüren. Den erinnere ich mich gar nicht mehr. Okay, wir haben ein Level up. Wie gesagt, das werde ich nutzen, um Bogen erstmal auf 3 zu bringen, dass wir den neuen Bogen benutzen können. Auf mein Kommando. Und los! Da ich jetzt noch keine großartige Vorwärts. Weitere leichte Rüstung habe. Hier müsste übrigens der Ogersteinbock sein. Zum Angriff! Bleibt standhaft! Ja, die Freihändler. Kampf mit den Ogern. Die Oger bewachen. Vorsicht! Sie sind hier! Gezwungen werden. Bleibt standhaft! Auf mein Kommando. Auf mein Zeichen. So, die Oger sind bezwungen. Zerstört den Steinbruch, um die Gefangenen zu befreien. Sind auf Feinde gestoßen. Auf mein Kommando. Dafür muss jetzt erstmal der Keulen-Oger fallen. Vorsicht, sie sind hier.
Ja, und man sieht, da sind hier jede Menge Tiermenschen, die wir auseinandernehmen müssten. Um da oben hin zu gelangen. Erwarte ja, euer Kommando. Viel zu tun. Ja, sofort. Also das hier sollte schon mal die Oger aufhalten. In die Schlacht! Sofort! Für den Orden! Wie sieht es eigentlich mit unseren Truppen so aus? Oh, wir haben doch ein paar Verluste gemacht. Auf mein Kommando! Und los! Bleibt standhaft! Erwarte Befehle. Gebiet sichern! Alles klar! Befehl verstanden! Vorsicht! Sie sind hier! Sie schlagen zu! Erwarte euer Kommando! Wir werden angegriffen! Bleibt standhaft! Verstärkt die Verteidigung! So, da ist sogar... Hier, ein Mensch folgt mir zwischen den Tiermenschen. So, Ring. Ein Ring. Eine Tiermenschenmähne. Noch eine Tiermenschenmähne. Okay, Tiermenschen. Vorsicht, Gegner! Und noch die Tiermenschenmähne. Gebt das Zeichen. Erwarte Befehle. So, da kann ich jetzt mal den Seelenfels aktivieren. Gut. Oh, ich habe die Quest schnapp abgeschlossen. Das heißt, erst bei ihm Bescheid sagen, dass seine Freunde frei sind. Erwarte Befehle. Alles klar. Alles klar. Dann mit seinen Freunden sie reden. Ishtar Sandenson Shadiras Sonnenlied. Und du warst Jenkai Sonnenlied. Entweder seine Schwester oder seine Frau. Bitte, helft mir, ja, eure Begleiter sind frei. Bei den Göttern. Danke, Freund. Wir Freihändler sind kein reiches Volk. Ich hoffe, einer dieser Ringe hier wird euch als Entlohnung genügen. Das Band des Streiters wurde einst von den Rittern Northanders in der Schlacht getragen. Es vermag, euren Waffenarm zu stärken. Der Ring des reinen Geistes war einst das Geschenk der talendischen Magiergilde an ihre Novizen. Er vermag, euren Geist zu stärken und eure Gedanken schneller fließen zu lassen. Der Ring der verbundenen Wege wurde einst für die Paladine Tiaras gefertigt. Er stellt Geist und Körper. Ja, der Ring der verbundenen Wege. Der Ring der verbundenen Wege soll mir genügen. Herzlich gerne. Er möge euch allzeit schützen. Gut. Der bleibt hier stehen. Also ja, Lindwurmauge. Stufe 7 oder leichte Kriegskunst 3 oder schwere Kriegskunst 2. Mhm. Und der da weiße Magie 4. Ja, nicht schlecht. Okay, er will schon mal nicht zu seinen Gefährten zurück. Vielleicht müssen wir erst mit den beiden sprechen überhaupt. Also ja, von ihm können wir eh nur Handel betreiben. Oder bei ihm. Mal gucken, ob er was Besonderes hat. Vielleicht ein Federkiel. Er hätte die Getreidefarm. Haben wir schon Fischerzunft? Haben wir schon eine Sägemühle? Haben wir auch schon. Zaubermäßig hat er nur Elementar und...
Schwarzmagie. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Was wir machen können, ist bei ihm die Stufe 1 Rune verkaufen. Also Menschenarbeiterrune, die brauchen wir ja nicht mehr. So, was ist mit dir? Grüße. Wie es scheint, verdanken wir euch unsere Rettung. In unserer aller Namen möchte ich euch von tiefstem Herzen danken. Viel länger hätte ich es in diesem stinkenden Loch auch nicht mehr ausgehalten. Man nennt mich Shadira. Ich und meine Gefährten hier sind Freihändler. Wir reisen durch alle Herren Länder, kaufen und verkaufen, wo sich die Gelegenheit bietet. Wir waren mit einer Lieferung nach Lianon unterwegs. Doch ehe wir uns versahen, waren wir ausgeraubt und eingekerkert. Die Manieren in dieser Gegend lassen doch sehr zu wünschen übrig.